Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung von Dragos Realm, einem Community-Server von meinen Livestreams. Wir haben in letzter Zeit in den Livestreams den Server ein bisschen aufgebaut und ein bisschen gestartet. Und wir haben den Multiverse-Mod-Plugin mit den Portals drinnen. Hier könnt ihr zum Beispiel in die Farmwelt gehen. Hier ist gerade Nacht, okay. Könnt ihr schön farmen. Hier haben wir zum Beispiel die Arbeit, also die Welt, die in Arbeit ist, weil sie aufgebaut werden muss, ist so eine Art Adventure Map, aber mit viel Story und Rätseln und Kämpfen und so Sachen. Da suchen wir gerade noch einen Mod, der NPCs auch wieder einfügt. Ich habe den Namen leider nicht mehr, wo ich auf Dragodia, also der Cloudic hatte da. Und hier, das ist die Freebait-Welt. Hier könnt ihr natürlich bauen, was ihr eigentlich so wollt, wo nicht gegen die Regeln verstößt und so Sachen. Hier habt ihr genug zu sehen, also genug zu lesen. Ich denke, es wird nicht jeder durchlesen natürlich, aber es wäre schon gut, wenn ihr da ein bisschen drüber schaut, vor allem die Regeln lest. Und ja, der Server ist offen, er ist aber gewitelistet, dass nicht jeder Spammer und Griefer oder so rein kann und einfach alles zerstören kann. Habe ich das sozusagen einfach gewitelistet noch. Wenn wir mehr Moderatoren sind, die dürft ihr gerne mitarbeiten. Müsst einfach ein bisschen öfters auf dem Server sein, damit ihr es sein könnt, wenn wir noch suchen dann. Und es gibt auch genug zu tun im Hintergrund. Also eben, wir können hier eigentlich so Zivilisationen machen. Hier ist es ja zum Teil ein bisschen Rollenspiel, wäre gut. Ist aber nicht gezwungenermaßen. Und ich habe mich zum Beispiel hier hinten niedergelassen. Also wenn ihr Lust habt und es auch könnt, dürft ihr gerne Datapacks machen für uns. Wir suchen sehr und ja, es wird sich auch für euch natürlich lohnen, da Datapacks oder Plugins zu machen, je nachdem, was benötigt wird. Ein Texture-Pack wird vielleicht auch benötigt. Und ja, da könnt ihr mir gerne mehr anschreiben. Discord-Link ist unten. Die IP eben könnt ihr natürlich auch hier noch kurz sehen, wird auch unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren stehen. Gell, Papagei? Und ja, es ist eben noch nicht so viel. Die Leute warten alle für 1.20 und Spigot braucht ja immer einige Zeit, um dann auch zu laufen. Wir müssten also schon mal Datapacks haben, die wirklich das bieten, was eigentlich Plugins auch bieten. Mal noch ein bisschen farmen. Und ja, das ist einfach schwer, oder? Also es ist jetzt nicht gerade für gut für einen, ja, wie sagt man so schön, Community-Server von Livestreams und Let's Plays Video, also jo, die sind natürlich noch nicht so gut eingestellt von Anfang an und das hoffentlich geht schon ein bisschen vorwärts, jetzt aber auch 1.20 endlich kommt, dauert wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen, ich denke aber eher nur eine Woche, weil ja die 4 schon draußen ist. Da mache ich übrigens auch schon ein Let's Play davon und werde das einfach in die 1.20 konvertieren. Das wird wahrscheinlich schon gut gehen. Wenn es irgendwie Probleme gibt, wenn vielleicht das Biom noch häufiger wird, das Kirschblütenbiom, das neue, dann werde ich vielleicht nochmal so eine neue Welt machen, aber ich glaube eher nicht. Also ich tendiere dazu, dass ich es nicht machen werde. Genau, und hier mache ich auch Parts, also Folgen. Ich werde aber auch nicht alles zeigen, also auch nicht alles zeigen. Das Grinding und das Farmen von Rohstoffen und so werde ich natürlich nicht so zeigen. Das kennt ihr sicher auch schon auswendig. Sonst eben sagen, wenn ihr es sehen wollt. Wenn ihr euch mal ein bisschen meinen soll und so weiter, dürft ihr das gerne sagen. Und auch abends manchmal in den Livestreams, wenn zum Beispiel kein Champions of Regnum oder GTA Roleplay kommt in den Livestreams, selbst mache ich gerade auch ein bisschen Pause, weil da muss noch der Server gut eingestellt werden, den ich selber gemacht habe mit dem lieben Lukas. Jo, und jetzt haben wir gerade drauf, noch einen Testserver zu machen. Das geht auch ein bisschen ins Geld bei mir, um dann auch wirklich ja, ganz viel gestalten zu können. Also die Landschaft, also die Map gestalten können, weiter ausbauen können und so weiter. Jo. Was wir übrigens haben, ist ein Menschen, das ist ungefähr in die Richtung, geradeaus. Ja, direkt am Spawn. Eine wirklich cooler Seed. Wir haben auch sehr viel Fläche.
wo Wasser ist, wo man vielleicht, ja, weiß nicht, ob Brücken gut aussehen, aber Schiffe oder so. So Bretter dazwischen und so, wo man ein bisschen über das Meer könnte. Ja, man sieht die Map halt jetzt nicht so, weil die Map wieder zurückgesetzt wurde, seitdem ich den Server anhabe. Hier unten ist zum Beispiel ein Dorf, das man ausbauen könnte. Es ist wirklich eine tolle Map hier. Also es ist Dschungel, es ist Schwarzeinhorn, es ist Savanne. Und auch, ja, das Farmen, oder? Also kann ich gleich mal kurz schauen. Ist eine tolle Farmwelt. Ja. Hat mehrere Dörfer, viel Wasser irgendwie, merke ich gerade, noch mehr Dörfer. Ja, ich bin schon ein bisschen erkundet, habe schon ein bisschen erkundet im Livestream und ich finde es eine richtig tolle Farmwelt, oder? Ja, jetzt bin ich natürlich gerade am Zaubertisch machen und so weiter, ein paar Blumen für die Deko. Und ich habe geplant, ich mache einen Baum, einen ja, sehr wilden Baum, der so ein bisschen über das Meer herausragt und vielleicht auch das Meer ein bisschen nutzt zum Reisen und dass man die Räume jetzt nicht ganz nah aneinander hat, sondern zum Beispiel ja, ein bisschen weiter auseinander bei den Blättern sozusagen. Und ja, finde ich ziemlich cool. Ja, und wenn ihr natürlich Ideen habt für den Server, ja, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare posten. Wir haben einfach geplant, eine ziemliche RPG-Welt zu machen. Das wird wahrscheinlich die Story-Welt sein, wo wir auch wirklich Rollenspiel machen. Wir haben dann immer wieder Dungeons, wo wir dann immer wieder ja, die Dungeons machen könnten, dann wieder zurücksetzen und dann in einem anderen Livestream nochmals einen Dungeon machen oder während einem Video und so weiter. Also, ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Es leckt aber kurz manchmal ein bisschen. Ist irgendwie das Modpack. Vielleicht habe ich zu wenig RAM hinzugefügt. Wird halt bei Curse Forge immer wieder zurückgesetzt. Das finde ich ein bisschen doof. Ja. Na gut. Jo, und genau, also die RPG-Welt wird wahrscheinlich einfach so Völker, beziehungsweise eher so, wie sagt man denn? Ja, so Gilden haben, Gilden. Wo wir einfach vielleicht auch mal ein bisschen PvP machen, dann mal vielleicht mal eine Suchaktion, ein Verstecken oder so. Und alles Mögliche in den Livestream machen können. Und eben deshalb müssen wir natürlich auch den Server so schnell wie möglich dann auf 1.20 bekommen mit den Features und da werden halt Datapacks schon gut. Mal schauen, ob wir das schaffen, weil eben ich bin noch nicht so gut im Server erstellen und andere auch nicht. Und ich habe noch einen zweiten Minecraft-Server und ich habe hier noch einen GTA-Rollenspiel-Server. Es ist ein bisschen zu viel zu tun für mich. Ich hätte gerne ein paar richtig aktive Minecraft-Spiele und eben einfach ein paar mehr Mitspieler. Also der Server hat jetzt noch nicht so viele Mitspieler gehabt. Die sind meistens nur auf dem Server gewesen und haben nichts gebaut. Irgendwie ist die Lust gerade nicht so da, weil die neue Version kommt. Und für viele ist die neue Version halt auch nicht gerade so wirklich toll. Also es gibt nicht so gute Features, die jeder auch haben will und alles Mögliche. Irgendwie momentan ist es ein bisschen Flaute, aber ja, ich werde trotzdem selber natürlich offen haben, wenn jemand sich meldet. Freue ich mich natürlich riesig. Und jo, eben. Gibt halt kaum Server, wo man einfach betreten kann und mitmachen kann. Sind meistens entweder zu voll oder zu wenig voll und bietet einfach nicht gerade so die Lust dazu, Rollenspiele auch zu machen und so weiter. Entweder ist alles abgefarmt dann oder die Farmwelt ist einfach nicht zurückgesetzt oder so. Ja, es ist halt, naja, ich bin nicht so gerne auf anderen Server. Es werden auch nicht mehr so viele Livestream-Community selber gemacht. Finde ich schade. Dass Minecraft halt immer wieder ein bisschen zurückgeht von den Anzahlsspielern und ja, motivierenden Spielern. Oder sie einfach auf 1.12 bleiben. Wo ja Modpacks einfach immer mega gut sind. Da ist nichts. Jo, ich möchte das Video jetzt nicht allzu lange machen. Ich mache noch ein Video dazu, wo ihr einfach das Gameplay ein bisschen seht und ein bisschen das Haus bauen und so.
Und dann eigentlich in der Story-Welt wird dann gebaut und in der Free-Welt wird. Jo. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne zuschauen. Müsst es nicht natürlich, aber ich wäre natürlich sehr dankbar. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.